So, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Oras-Part. Warum Oras nicht da ist, ja, ich habe mich versprochen, aber ich habe mich gerettet. Weil ich gerade viele Projekte am Plan bin und eins davon ist mit den... Komm schon halt. Ja, der mit der Missgeburt. Ja, ich und der gute alte Vincent hier machen hier Fresh Showdown-Part, um euch ein paar Sachen zu erklären, die wir vorhaben. Habe ich auf Twitter vielleicht schon angekündigt, wie ihr es gesehen habt. Und ja, wir sind gerade dabei, das in die Tat umzusetzen. Warum ich mich anhöre wie so ein Toter? Ich habe Asthma und deswegen höre ich mich ein bisschen bescheuert an. Und ja, ich habe gerade ein bisschen um die Felder gejagt, deswegen hat er mal Luft. Ja, mit dem Messer. Ja, Leute, wir spielen hier noch ein bisschen Random... Battle Factory wollte ich ja machen. Moment, ich fordere dich ja raus. Chatroom, Challenge... Alter, ich glaube es hackt. Na, oder hör wir machen mal. Komm, wir machen Challenge Cup, das ist immer hier lustig. Nein, das ist behindert. Das macht es einfach. Na, hör mal. Oh, der Hammer, da nimmst du eigentlich nur, was das bessere Muster hat. Ja, Leute, wir haben nämlich was vor. Da sehen wir hier Showdown schon ganz richtig. Wir wollen euch mal das komplette Metagame, ja gut, das komplette kann man nicht erklären, aber so einen groben Einblick für Leute wie mich. Einfach, dass ihr mich begleitet, wie ich Competitive wieder lerne. Ich kann es zwar ein bisschen, aber auch nicht perfekt. Und jetzt erstmal Timer starten. Ich werde dich eh vernichten jetzt. Und ja, da könnt ihr mich auf jeden Fall begleiten, wie ich das lerne. Okay, ja, das macht man die ganze Zeit, da gehe ich in Rematch. Ja. Alter, wieso kommt Rematch immer in Random Battles? Das ist blöd. Weil ich mal das am besten in Case bin. Ah, Bene, schön, dass du da bist, wir nehmen gerade auf. Oh, hallo. Genau, okay, ja. Leute, am besten erklärst du der Bene, der hat doch eh nichts zu tun. Bene, erklär uns, was für ein Format wir vorhaben. Wir haben ein schönes Format über die Competitive-Szene vor. Wir wollen euch ein paar Sachen erklären und dazu habe ich eine kleine Liste vorbereitet, die ihr dann auch sehen werdet und die wir abarbeiten werden. Die ich an die Herren hier, Vincent und Silver, schicken wollte, nur diese sind anscheinend gerade beschäftigt. Ja, warum nehmt ihr auch einen Call ein, in dem ich so einfach rein kann? Meine Güte. Keine Ahnung, wir wollten eigentlich provozieren, dass du genau reinkommst. Irgendwas Wasabi gegessen, dann hatten wir das vergessen. Oh, Vincent, habe ich das predicted oder was? Nein, hast du nicht. Doch? Nein, hast du nicht. Doch? Nein, hast du nicht. Doch? Nein, hast du nicht. Ha? Schon wieder predicted. Was so, diese Liste schicke ich. Vincent, wo ist denn dein Skill denn bitte? Wo ist denn bitte der Skill? Bitteschön und viel Spaß damit. Vielen Dank dir, Bene. Schön, dass du da warst. Und ja, Leute, das war es jetzt so grob. Ach, Vincent, ich hab dich so outplayed einfach. Und dann verfickt die Scheiße. Mann. Das ist Battle Effect, wo dieses Team hat. Aber sei ehrlich, das war jetzt outplayed von mir, musst du einfach sagen. Ha, den habe ich verdient. Ist gar nicht. Jetzt brauche ich nur noch einen hinterher. Und dann ist es eh over at all. Ja, Leute, das war unser Format, wie das der gute alte Full Life Games, falls ihr nicht wisst, wer das ist, erklärt hat. Genau, ja, bestes Deutsch. Und das wollen wir halt jetzt durchziehen. Währenddessen spielen ich und Vincent hier ein bisschen... Showdown, um jetzt die Tage zu füllen. Und ich lasse euch dann mal wieder in Ruhe. Viel Spaß euch noch, viel Spaß an die Zuschauer. Genau, schaut beim Wolf Games vorbei, der macht gute Videos, so manchmal. Leute, wir sehen uns dann auch, also wir spielen jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber den Bene seht ihr dann wahrscheinlich morgen bei dem ersten Video zu der Reihe und das war's von ihm. Haut rein. Also, und tschüss. Dann. Tschüss. Und ciao. Tschüss. So, was machst du jetzt wieder, Listan? Siehst du doch. Du weißt schon, dass du einfach so leid... Alter, Vincent. Das ist Battle Factory. Vincent, wo ist denn einfach der... Das ist einfach too easy. Findest du das? Ja. Es ist einfach so... Du denkst so, es ist easy, aber in Wirklichkeit ist es... EZ. Hätte eh nicht gekillt. Ja, aber trotzdem, allein, dass sie schon so dein komisches Togekiss jetzt vor uns gekillt. Das und ist schon hat eh nichts gemacht. Gut, es hätte Palmen so nochmal den Airslash getroffen. Wird eh von allem gewollt. Oder gekillt. Bis auf Latios, ja gut. Was ist jetzt den Ice Beam? Ich wollte erst wussten, ich dachte, du hast den Ice Beam drauf, weil das Battle Factory ist. Na gut, stirb. Na gut, stirb. Stopp. Muss das dieses Set sein? Muss es dieses Set sein, Showdown? Ja. Ich hasse euch. Jetzt habe ich ein Problem. Wobei, habe ich ein Problem? Ja, habe ich. Ach, egal. Wird schon hinhauen. Schauen wir mal. Was ist denn los?
will nicht drüber reden, okay? Aua. Das hat wehgetan. Der braucht sein Glisco aus irgendeinem Grund, ne? Bist du da ganz sicher? Ach, Vincent. Also Vincent! Ach, Mensch, du. Mensch, Meier, Vincent! Nein, du darfst hier auch nicht passen, ne? Nö. Oh, fuck. Vielfach effektiv, da war ja was. Ja, Leute. Das ist hier competitive auf hohem Niveau. Auf jeden Fall. So. Voll das gute Commentary hier. Wir schweigen. Ja, genau. Einfach. Wir schweigen uns einfach an. Also, wenn das jetzt nicht klappt. Dann war die auch nicht. Das war jetzt vielleicht ein Missplay, aber ich will diesen Kampf auch schnell vorbeibringen. Weil wir euch eigentlich nur das Format vorstellen wollten. Und ja, aber das ist ein ganz spannender Kampf, den ihr euch hier geben könnt. Best Commentary ever. Genau, Praxis wird es aber natürlich dann auch geben. Vincent, sag mal was. Mach mal was. Mach was Lustiges. Breiter als die Tür. Ich mach deine Tür. Ja, das wird einseitig, Leute. Ich krieg ihn nicht down. Da haben die Stone Edges nicht getroffen. Liegt jetzt nicht nur daran, aber. Da kann ich gerade nichts machen dagegen. Das Togekiss hat nicht getroffen. Wow, das hat bisher noch gar nichts gemacht. Bis auf einmal. Doch, gestorben. Doch, das wäre tot gewesen. Wow, er hat ihn noch nicht angegriffen. Du weißt schon, dass das jetzt sehr effektiv ist. Ach, das Mann, ich denke nicht nach, weil so ein Random. Ja, Vincent. Lass gut sein. Bleib einfach dran. Guck mal, jetzt kann ich was. Ja, Toxic. Zum Glück kommt der Toxic, ob es nachher liegt. Sieht so gemaddert. So, motherfucking goddamn true gemeldet. Ha! Was? Wasabi. Oh. Was willst du tun? Mein Pokémon wechseln da schneller als du es. Nochmal T-Wafen können. So, das wird jetzt ein super. Er hat noch Chancy, Alter. Naja, Leute, das ist auf jeden Fall so das Problem. Das ist jetzt ein etwas. Oh, vergift wenigstens. Ach, Leute, ich glaube, das war's von der Aufnahme. Sonst wird das einfach extra. Video sollte einfach nur euch kurz die Informationen durchgeben. Das war's von uns. Haut rein. Bis morgen. Ciao.